Vielleicht ist das eben tatsächlich, ohne dass man gleich in romantische Paradigmen flüchtet. Ja? Die Romantik ist nicht unbedingt etwas, was man nur verteidigen sollte. Aber, dennoch ist es klar, es gibt auch einen Romantismus, einen Realitätsromantismus. Eine Realität, oder wie ich das in meinem Vokabular auch nenne, ein Tatsachenobskurantismus. Ja? Oder also was sozusagen Wissenschaft betrifft, wissen wir ja, es ist sowas wie Wissenschaftsgläubigkeit, Scientifismus, so nennt man das, glaube ich, ne? Gibt. Und, also, oder der Homo Faber bei Max Frisch oder so, der Ingenieur, der einfach nur. Der tatsächlich, ich habe dieses Buch natürlich jetzt irgendwie 25 Jahre nicht gelesen, aber ich erinnere mich jetzt gar nicht mehr an die Details, aber die Tendenz kennen wir noch. Und, ja, aber die Tendenz wissen wir noch. Es geht irgendwie darum, dass da jemand ein Vertrauen setzt in etwas, in das man nicht absolutes Vertrauen setzen kann. Aber die Kategorie des Vertrauens, auch die möchte ich heute Abend ohnehin zurückkommen, weil das ist der Punkt, an dem ich im Moment bin und in meiner Arbeit ich kann es jetzt vorwegnehmen, um dann wieder später darauf zurückzukommen. Ich glaube, etwas verstanden zu haben, bin sicher nicht der Einzige, dass man muss vertrauen, weil es keinen Grund gibt zu vertrauen.